Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich eine neue Base, und zwar eine Trophy Base, weil wie ihr den Titel der Folge entnehmen könnt, werde ich jetzt Road to Crystal machen und danach mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich schaffe Road to Meister. Dann bekomme ich ja 1000 Juwelen. Oh, ist ja geil. Ja, also das werde ich versuchen, aber davor muss ich mindestens, weil ich noch mit Balloonion da angreifen will, meine Luftballons abzugraden und meine Lakaien. Ja, wegen mit Level 4 Luftballons kommt man im Meister ja nicht so weit. Und bis Kristall kommt man locker mit Barsch, also das ist ja kein Problem. Ja, also an alle, die den Clan während des CWs verlassen haben und die nicht an uns geglaubt haben, die gedacht haben, dass wir verlieren. Wir haben gewonnen. Läuft bei uns, ne? Zwar nur mit einem Stern Unterschied, aber naja. Ich habe die Inaktiven gekickt, das war nur einer, Joel. Kimok, der Quoss. Ich weiß nicht, wieso du den Clan verlassen hast. Ich verstehe es nicht. Wieso verlässt ihr den Clan? Das ist doch. Egal wie scheiße der Clan ist, man kann ja auch drin bleiben, aber egal, ist ja eure Entscheidung. Ja, was werden wir in der heutigen Folge machen? Also dem Titel nach zu urteilen, werden wir heute Pokale sammeln und das auch mit Barch, weil Barch eigentlich meiner Meinung nach die beste Taktik ist, um bis zu Kristall zu gehen. Also die Barbaren und die Bogenschützen müssen mindestens schon auf Level 5 sein, da ein niedrigeres Level sich nicht dafür eignet und man sollte mindestens schon Rathaus Level 7 bis 8 haben, um ja, Level 4. Da weiß ich nicht so ganz, ob das bis Kristall geht, aber Level 8 des Rathaus muss man mindestens haben, so ein Kristall, um zu leben. Ich werde jetzt im Moment nur auf Mauern gehen und nichts anderes. Ja, vielleicht werde ich mal das eine oder andere machen, wenn ich genug Elixier oder Gold habe, wie zum Beispiel Verbesserungen im Labor mit einem Pekka Level 3 oder ja, die Ballons auf 5 und 6. Yo, mein Lakaien will ich ja natürlich auch upgraden, deswegen ist das Dunkle hier relativ gut geschützt. Ich liebe den Bohr auf Level 5. Ja, und das Beste ist ja, ich werde diese Woche das Game Capture Gerät bestellen, sodass am Wochenende wir FIFA Let's Plays auf der PS3 rauskommen mit FIFA Ultimate Team, also nicht dieses Gammel-Demo da. Das Video ist auch ein bisschen. Ja, ich will es ja nicht sagen. Ich will das Wort jetzt einfach nicht sagen, weil ich keinen Bock habe, das dann zu zensieren. Ja, also ihr wisst, wie es ist. So, ich will mal sagen, ich werde jetzt angreifen. Und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Bis gleich. Jo, und hier haben wir schon unseren Gegner. Den werden wir uns jetzt sauber wegsnuggeln. Das ist snaggeln. Ja, bevor wir ihn jetzt angreifen, ich habe ja euch noch vergessen zu sagen. Und zwar, diese Woche wird täglich nur ein Video kommen, da ich jetzt Freitag Bio schreibe, nächste Woche Chemie. Am Dienstag Physik, Franz und Mathe. Also das wird mir dann zu viel, wenn ich das dann zu zwei Videos am Tag mache. Aber nach den ganzen Arbeiten, wie gewohnt, wieder zwei Folgen am Tag. Und am Wochenende dann auch mit FIFA. Das wird dann richtig geil. Ja, hier setzen wir ein paar Bogenschützen, denn wir interessieren uns nur im Moment für Loot. Und für Pokale natürlich. Deswegen müssen wir jetzt auch noch ein paar Prozente holen. Aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, bis ich in Kristall gehe. Ich meine, wir haben ja Zeit, ne? Das Spiel läuft uns ja nicht so weg. Ich will ja auch die Mauern hochbekommen. Ich finde, wenn man so Mauern Level 8 hat, das macht schon mächtig Eindruck. Oh, da ist so viel drin, ey. Los, holt euch das. Los. Ja, komm, das schafft ihr, los, nur diese Mine. Ja. Okay, wo ist noch Blut? Da ist noch etwas Blut und wo. Hä, da sind nur keine 115.000. Ah, da ist auch noch was. Ja, aber Bahnkönig, lauf. Bist du behindert im Kopf? Junge, oh Mann. Ich bin aber Bahnkönig, Mama, ich laufe. Ah. Oh. Wie behindert kann man denn im Kopf sein? Die Dummheit der Helden, jetzt mal ohne Mist. Was soll der Scheiß eigentlich? Wenn der Barbarenkönig, ich muss außen lang laufen, obwohl drin eine Biene ist. Er stört mich nicht, das ist mir zu einfach. Mann, ey, die Dummheit der Helden, ey.
Ah, 62.000, naja, 50.000 sind da circa drin, aber 50.000 mehr oder weniger, also. Na, komm, beenden wir jetzt, sowieso keinen Sinn mehr. Aber 240k Gold und 240k, naja, 237k Elixier. Ich würde mal sagen, das ist ganz ordentlicher Loot. Jo, hat hier jemand noch einen Angriff? Ja, wie viele sind wir nur noch im Clan? 7? Ja, da hat keiner mehr einen Angriff. Wow, wir sind noch 7. Ja, falls ihr Bock habt, in unseren Clan zu kommen. Sieht im Moment irgendwie düster aus mit dem Clan. Aber falls ihr Bock habt, reinzukommen, kommt bitte rein. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Ab Level 60 geht auch niedriger. Aber Pokis müssen, also Pokale müssen schon 1200, ne? Ja, komm, mach mir 1000. Das reicht ja auch. Im Moment sind wir nicht so viele. Ich weiß auch nicht, wieso alle rausgegangen sind. Also, falls einer meiner alten Clan-Kameraden das sieht, könnt ihr es bitte in die Kommentare schreiben, warum ihr rausgegangen seid. Das wäre sehr nett. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Die nächste Folge wird erst morgen kommen und ich muss mir noch überlegen, was ich morgen rausbringe. Vielleicht kommen morgen auch zwei Folgen, ich weiß es nicht, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Also bereitet euch erstmal auf eine Folge vor und vielleicht kommt dann noch eine zweite. Bis morgen. Ciao.